Was, wer, warum? Der Hollywood-Reporter am Wörthersee? Also wundern tät's mich nicht, bei der Prominenz, die sich hier tummelt. Ja, und was ich, der Mr. Gesundheit, hier am Wörthersee tue? Ha, überlegen Sie einmal. Paracelsus, der große Medizin- und Naturheiler, hat im Mittelalter hier in der Gegend lange Zeit gelebt. Und außerdem interessiert mich, was denn die Stars aus der Serie Ein Schloss am Wörthersee für ihre Gesundheit tun. Denken wir doch in erster Linie an den Hauptdarsteller Roy Black. Bei Tag dreht er, abends gibt er Konzerte und Autogrammstunden. Und vielleicht haben Sie sich auch zu Hause schon gefragt, wie macht er das nur, dass er trotzdem immer so fit, vital und frisch ausschaut? Also wie ich mich fit halte, ich glaube, dass das Wichtigste für das Fitsein im Leben ist die Ernährung und das gesunde Leben überhaupt. Aber natürlich treibe ich auch ein bisschen Sport, nicht sehr viel. Leider kommt kaum dazu. Einmal ist es das Mountainbike, Rennrad, also Fahrradfahren überhaupt in jeder Form. Also gern fahre ich auch Kajak, das tue ich seit vielen Jahren. Wie ich mich fit halte. So oft es der Triebland zulässt, mache ich Bodybuilding und Aerobic. Schließlich verlaufen nicht alle Drehtage so entspannt und beschaulich wie dieser Pressetermin auf dem Boot. Neben Vater und Sohn, Max und Lenny Berger, Ida, das ambitionierte Stubenmädchen in der Mitte. Im Hintergrund Herzensbrecher und Charmeur Pierre Bries. Links Tausendsasser, Gärtner und Glatzkopf Otto Retzer. Fototermin fertig. Alles bestens gelaufen. Doch Vorsicht, die Familienidylle ist trügerisch. Denn wenn es um Frauen geht, werden Freunde schnell zu Feinden. Mann, das ist ja eine Wolke, so viele Pferde. Und die süßen kleinen Fohlen. Wieso sind die eigentlich schwarz? Sind das keine Lipizzaner? Doch, sie sind genau wie bei Schmetterlingen. Aus Raupen werden wunderschöne Falter. Hast du einen kleinen dunklen Kerl und ein schneeweißes Pferd? Ja. Dass die so zutraulich sind. Sie wollen nur Leckerchen haben. Sie denken wirklich an alles, André. Wenn André an alles denkt, was mag aus dem wunderschönen Schmetterling Ida werden? Und was aus ihren Heiratsplänen mit Lenny Berger? Ich spiele der Manager von Disneyland in der Nähe von Paris und er kommt hier in Österreich und Tiere oder Nummer für Disneyland zu finden. Deswegen hat er Kontakt mit Schimpansen und auch mit Pferde. Er geht, ich gehe nach Lipizza und Pferdenummer zu suchen. 17.500. Das gehört da für Ihnen? Jimmy, ja, Entschuldigung. Ja, für Personelle. Komm, mein Baby. Komm. Da ich viel Glück in Liebe habe, habe ich überhaupt kein Glück im Spiel. Und Ida, wen oder was wird das karrierebedachte Zimmermädchen bei diesem Spiel gewinnen? Als Stubenmädchen Ida hatte ich täglich eine frische Schürze. Als Assistentin des Casino-Veranstaltungsleiters brauchte ich natürlich andere Garderobe. Und erst recht, als ich dann Golfclubleiterin wurde. Bei diesen vielen anspruchsvollen und interessanten Gästen änderte sich auch das Outfit. Tja, und für Paris, was würdest du mir da empfehlen, Friedel? Für Paris habe ich was ganz Ausgefallenes für dich. Ui. Da wird sich Pierre freuen. Das glaube ich. Glück und Tränen am Wörthersee. Blauer Himmel, soweit ich seh. Und dazu Geschichten, wie sie nur das Leben. Liebeskummer, im Moment habe ich keinen, aber wenn Sie einen haben, dann fragen Sie doch Professor Bankhofer. Der hat sicher ein Rezept, wahrscheinlich einen neuen Tee. Liebeskummer, wenn es da Mittel gibt, das hätte ich gerne. Haben Sie eigentlich gewusst, dass es ein hervorragendes Naturheilmittel gegen Liebeskummer gibt? Besorgen Sie sich eine ungespritzte Rose. Zerschneiden Sie die Rosenblütenblätter, geben Sie einen gehäuften Teelöffel in eine Tasse, gießen Sie mit kochendem Wasser auf, nur 2 Minuten ziehen lassen, durchseihen, mit etwas Honig süßen und in langsamen Schlucken trinken. Die ätherischen Öle der Rose vertreiben depressive Stimmungen, Ärger und Frustrationen, wie sie eben bei Liebeskummer entstehen, und beeinflussen positiv den Hormonhaushalt von Mann und Frau. Ja, und das Allerwichtigste, Rosenblütenblätter machen wieder zärtlich, vielleicht für eine neue Liebe.
Das wäre doch ein Tipp für den Lenny Berger und seine vielen, vielen Verehrerinnen. Glück und Tränen am Wörthersee, ihr sagt niemals so leicht adieu, wenn er von den bunten Träumen. Schalten Sie ein. Ein Schloss am Wörthersee ab Oktober bei RTL Plus. Nicht nur auf neue Folgen unserer Serie Ein Schloss am Wörthersee, Starttermin 10. Oktober, 21.15 Uhr, können Sie sich freuen, sondern auch auf die weiße Eminenz, Chefarzt Dr. Westphal.